Er spielt die Combo, die ich tatsächlich spiele. Ah. Okay, ich spiele sie anders. Ich spiele sie nicht mit Lucian und auch nicht mit Kaki. Muss ich sagen. Ja, eher Lucian. Weil doppelten Lucian reinzuhauen zu bekommen, ist nicht so geil. Nehmen wir Attack oder Crit? Wir gehen eher mal auf Attack. Ist nicht so geil. Bei denen ist auch nicht so geil. Da muss man noch aufs Glancing ein bisschen hoffen. Aber wir schauen einfach mal. Ich hoffe, dass Antares mitspielt. Wenn Antares mitspielt, ist eigentlich gut. Ja. Wenn Antares mitspielt, ist eigentlich schon. Oh, der spielt mit einem Fast-Tableau. Ich spiele nicht mit einem Fast-Tableau. Ich spiele mit einem Slow-Tableau. Meine Combo. Wuff. Guter Schaden. Okay. Ja, das Schild hat es halt jetzt aufgehoben, ne? Ja, ich glaube, das RIP. Und der Prokt, ja. Jetzt ist RIP. Okay. Ja, das ist die Cleave, die ich spiele. Theoretisch nur ohne Kaki und ohne Lucian. Also ich spiele es nicht so. Also ich spiele es nicht Cleave. Ich spiele einfach nur Jamaya Tableau. Also jetzt nicht in Cleave-Form. Und hoffen, dass der Antares bei ihr nicht so austickt. Ne? Wie bei mir, ein Proc und ich habe nicht mal den... Hat der Antares überhaupt noch Runen? Warte mal, hatte der Antares überhaupt noch Runen? Der ist nämlich auf Vamp bei mir. Ja, hatte der, okay. Der nimmt Gianna raus. Ja, doch, nehmen wir, wegen Barbara. Oh, der nimmt nicht mal ein Speedlead. Oh, guck mal da. Der will gar nicht. Der denkt, nö, hab ich gar keinen Bock drauf. Ich will den First Turn gar nicht. Kannst du haben, ich tanke. Ich bin der Tanky. Der Tanky Man. That's the way I go. Oder so. Okay. Ja, da fängt es schon an. Sehr gut. Man kennt es, ne? Oh, dann spiel doch wenigstens auch, Mann. Dann spiel doch wenigstens auch, ey. Boah, dieses Internet ist aber derzeit gerade echt nicht cool. Kriegen wir den resettet? Das wäre super. Nö. Okay. Danke. Danke, Oki. Danke, Oki, for nothing. Ich versuch's. In der Hoffnung, dass der nicht jetzt zu viel strippt mit dem zweiten. Sondern dass ein bisschen was resisted wird. Ja, okay. Ein bisschen was wurde resisted. Das ist fein. Besser als gar nichts. Gucken, ob der jetzt auf Riley geht. Also, ist that's the way, den die go? Ja. That's the way, that's a go. Okay, ich will einmal detonieren. Also soll der Moor einmal drankommen. In der Hoffnung, dass er den Oki in Ruhe lässt. Dass ich gleich einen Free Stun habe, gegebenenfalls, wenn er drankommt. Komme ich dran? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt drankomme. Merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt drankomme. Naja, die Barbara ist schneller, aber der... der Beißen weiß ich nicht. Das ist ein knappes Ding hier. Aber ich glaube schon, mit dem Speedbuff sollte er schneller sein. Der kann die Riley rausnehmen. Nicht? Ja, okay, jetzt geht er auf Riley, denke ich. Ja. Okay. Boah, dieses Internet. Ich weiß nicht, ob es an ihm oder an mir liegt, aber ich schätze, es liegt an ihm. Das ist so nervig. Boah, jetzt ein Fullstun. Mindestens. Wenn ich dran kommen darf, danke. Okay, Fullstun ist da. Okay, danke. Boah, ey, sowas hasse ich, ey. Boah. Dieser Beißen, ey. Vor allem, der ist im zweiten ready, oder? Nee, noch nicht. Moor ist jetzt dran, okay. Uff. Ah! Ich darf auch mal. Hey! Kriegen wir jetzt mal resettet hier?
Boah, Alter, wie viel Rest hat der Dude? Ja, doch, der muss zuerst weg, das ist wichtiger. Hoffe ich. Autsch. Schaden macht so Moor, ey. Boah, dieses Internet, ey. Ah, fuck it, ey. Okay, also, Fazit zu Riley. Ich glaube, wir hatten mehr Loses als Wins. Das lag aber auch daran, wie gesagt, ich habe kein Team für dieses Monster gebaut. Das werde ich auch nicht machen. Thema Riley. Ich finde sie okay. Ich finde sie nicht gut. Ich finde sie okay. Also wenn man mal so grün, rot, gelb sieht, ist sie für mich so im mittleren Bereich. Relativ okay-ish. Einzige brauchbare RTA-lastig, Bruiser-Kombos, also Molong ist sowas gut. Einfach alles, was so ein bisschen mehr Bruiser-artig ist, was mehr auf Ausdauer ausgelegt ist. Nix für schnelle Sachen. GKBK finde ich sie in der Offense ganz gut. Eventuell Defense weiß ich nicht, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keine Def mit. Ich weiß nicht, wie die KI ist von ihr und so. Find sie ist jetzt nicht die schlechteste. Ich finde eher, sie ist so im mittleren Durchschnitt. Find's aber auch nicht, dass sie die beste ist von denen. Und ja, das war's, muss ich sagen. Also ich finde sie okay. Overall gesehen finde ich sie okay. Ich würde ihr jetzt noch keine Skill-Ups geben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so geil ist sie nicht. Sie bringt, also was ich bei denen mag, ist, sie bringen viel mit. Sie bringen ein gutes Kit mit an sich, sind auch alle mehr oder weniger okay. Und das war's dann. Also ich hatte einen Kommentar bekommen, was bezüglich zum Beispiel mit der Wasser angeht. Die ist halt gut für Molongs, Vela-Jewel und so. Sie ist halt so der Healer, Immobuffer, ja, Nora ist halt der Stripper, etc. Das ist ja alles schön und gut. Sie ist halt eher so für Attack-lastige Sachen gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie eher so okay. Also schon eher so average als okay. Ja, also finde sie nicht, ist nicht die beste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Chombi hat darüber ein Video gemacht, über Nora und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Nora tatsächlich trotzdem besser, auch wenn er sagt, dass es die schlechteste ist. Finde ich jetzt persönlich nicht. Wie gesagt, ich würde sie nicht auf Vio bauen oder so. Ich würde sie eher so ein bisschen Juno-lastig bauen. Nicht unbedingt auf Crit, aber ich würde sie auf jeden Fall auf Qual bauen. Ja, also einfach hoffen, dass sie mehr macht als nur Strip-Dots. Ja, dass sie auch noch einen Stun hinterherlegt. Dasselbe Prinzip wie mit Heygang, kannst du sagen. Nur, dass sie halt einen doppelten Strip hat und eigentlich immer strippen kann. Ist halt auch nicht, ist situationsabhängig, was der Gegner hat. Du musst gucken, ich würde sie auch nur in Teams reinpicken, wo der Gegner sehr viele Buffs hat. Du weißt, dass er viele Buffs, zum Beispiel sie wäre ein guter Counter, Nora wäre ein guter Counter gegen sie, weil sie immer andauernd Buffs gibt. Ja, und Nora countert sie aus, kannst du sagen. Ja, so für sowas wäre das zum Beispiel gut. So, das ist mein Fazit zu Riley. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Das nächste Mal, wenn wir Wett Arena machen, gehen wir dann auch mal richtig rein. Ja, wie gesagt, das war ja jetzt mehr so ein bisschen just for the lulz, so ein bisschen mal zu probieren, wie Nora ist, wie Riley ist. Mein Fazit habe ich jetzt gegeben. Dann nächstes Mal können wir dann wieder richtig spielen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.